Hallo Leute und willkommen zurück zu Henrys Geheimnis. Wir werden jetzt spielen und wir werden herausfinden, was Mathilde wirklich am Schädel fühlt und ob Lala es wirklich schafft, ihn zu überführen. Okay. Ich glaube, ich fange nochmal von vorne an. Hallo Leute, willkommen zurück bei Henrys Geheimnis. Ich hoffe, euch in diesem Video zeigen zu können, wie Lila Matthias überführt und herauszufinden, was er wirklich alles für Dreck am Stecken hat. Los geht's. Henry ist wie immer angepisst. Sag mir nicht, dass du Matthias suchst. Meine Aufregung ist Henry nicht entgangen. Jasmine hilft Clément dabei, seine Hausaufgaben fertig zu machen. Um ehrlich zu sein, ja. Du bringst dich noch in Schwierigkeiten. Henry ist müde. Er hat Ringe unter den Augen. Dadurch wirkt er noch ernster. Ich sehe ihm einen Moment in seine blauen Augen. Sein Lächeln fehlt mir. Henry. Als ich seinen Namen sage, klingt es beinahe wie ein Flehen. Ich fühle mich verloren und traurig. Offenbar kann er in meinem Gesicht ablesen, was ich empfinde, denn er entspannt sich. Leider. Ich... Oh. Er streckt die Hand aus, um damit über meine Wange zu streichen. Mein Körper bereitet sich auf diesen Kontakt vor, der mir so gefehlt hat, und ich halte den Atem an. Endlich eine zärtliche Geste von ihm. Aber wenige Millimeter bevor seine Hand mein Gesicht berührt, hält Henry plötzlich inne und lässt den Arm sinken. Ich hebe den Kopf und will ihm in die Augen sehen, aber er wendet den Blick ab. Es ist wie Folter. Gut. Ich nehme meine Tasche und gehe. Immerhin wandelt sich ihre Traurigkeit wieder zu Wut. Ich muss einen Psychopathen finden. Ich laufe einmal durch die gesamte Schule, dann finde ich Matthias endlich. Er unterhält sich mit Freunden. Ich rufe Hassan an und erkläre ihm, wo ich gerade bin. Kurz darauf ist auch er da. Konfrontation! Konfrontation! Sei vorsichtig und provoziere ihn nicht. Ich werde unser Gespräch aufnehmen. Gute Idee. Geh jetzt, ich bleib in der Nähe. Ich pass auf dich auf. Hassan lächelt mich an. Das kann ich in diesem Moment gut gebrauchen. Er hat wirklich ein schönes Lächeln. Ehrlich gesagt würde ich Henry nicht so sehr mögen, beziehungsweise würde er mich teilweise nicht so sehr nerven. Eigentlich beides gleichzeitig. Wären die beiden auch ein echt süßes Paar, oder Leute? Und das, was sich hier unter dem T-Shirt erahnen lässt, könnte ähnlich gut sein wie das von Jay. Beziehungsweise Henry. Ich bleib dabei. Konfrontation! Konfrontation! Ist das überhaupt ein echtes Tattoo? Das ist doch so ein Weichei, der hat das bestimmt nur aufgemalt. Matthias! Er läuft gerade mit seinen Freunden über den Gang, als er seinen Namen hört. Aber als er seinen Namen hört, bleibt er stehen. Er sagt etwas zu den anderen, das ich nicht hören kann, und die Gruppe geht weg und lässt ihn allein. Ich kann ihn nicht sehen, aber ich weiß, dass Hassan in der Nähe ist und so tut, als würde er lesen. Lila. Er bemüht sich nicht mehr zu lächeln. Du hast mich gestern nicht mehr zurückgerufen. Ich dachte... Also, nachdem du mir all diese Dinge gesagt hast, da dachte ich, dass... Letztendlich bin ich doch gar keine so schlechte Schauspielerin. Das verdanke ich bestimmt dem Adrenalin. Ich glaube, du bildest dir doch was ein. Tut mir leid, Kleine. Aber wir haben uns sogar Fotos geschickt. Das macht man doch nicht nur so. Ach das. War doch nur zum Spaß. Du hast nur mit mir gespielt? Tut mir leid, Süße. Ich hab's mir anders überlegt. Sei beim nächsten Mal vorsichtiger. Und was hast du mit meinem Foto vor? Ich nehme es als Geschenk. Danke nochmal. Da widmest du mehr als einem meine Freude machen. So ein Arschloch, ehrlich. Was?
Du wirst es doch wohl niemandem zeigen. Oh, nur meinen Kumpels. Das will ich nicht. Du hast versprochen, dass es unter uns bleibt. Heul nicht. Ich zeig ihnen nicht dein Gesicht. What the fuck? Heul nicht. Was ist denn mit ihm falsch? Wenn du allerdings zu viel redest, dann muss ich ihnen leider das ganze Bild zeigen und ihnen ein paar pikante Details aus unseren Gesprächen erzählen. Die gibt es doch gar nicht. Da bin ich mir nicht so sicher. Was? Er will ja jetzt was dazu erfinden, oder was? Er lässt mich einfach stehen und geht lachend weg. Was für ein Dreckskerl. Sobald ich wieder allein bin, kommt Carsten zu mir. Alles in Ordnung? Wie ist es gelaufen? Ganz gut, glaube ich. Er hat zwar nichts über seine Internetseite erzählt, aber er hat mir trotzdem gedroht, Lügen über mich zu verbreiten und das Bild ganz zu zeigen. Ich habe alles aufgenommen. Oh, was machen wir jetzt? Hast du eine Idee? Ja, ich glaube, wir sollten mit einem Erwachsenen darüber reden. Oh, hast du an jemanden speziell gedacht? Naja, mit Herrn Novara zum Beispiel. Oder Frau Casagnola, genau. Klassenlehrerin, passt doch ganz gut. Frau Casagnola. Die Englischlehrerin. Ja. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Sie hört den Schülern immer zu. Ich bin sicher, sie hat einen guten Rat für uns. Was Matthias da treibt, ist kriminell. Zu Beginn des Schuljahres war ein außerschulischer Berater da und hat uns über die verschiedenen Arten des Mobbings und der Belästigung in der Schule aufgeklärt, sowie über die Gefahren der sozialen Netzwerke. Frau Casagnola schien dieses Thema sehr ernst zu nehmen und sie war bereit, jederzeit mit uns darüber zu sprechen. Es ist nur, ich bin es nicht gewohnt, mit Leon außerhalb des Unterrichts zu sprechen. Das solltest du aber. Du scheinst dir deine Sache sehr sicher zu sein. Ich folge dir. Mit ein bisschen Glück ist sie noch im Klassenzimmer. Ja genau, halt ihn bei den Lehrern so richtig in die Pfanne. Das hat er verdient. Nachdem wir angeklopft haben, hören wir die Stimme von Frau Casagnola. Hallo, was verschafft mir die Ehre? Hassen, ich hoffe, Sie sind immer noch so gut in Englisch. Sie gehörten immer zu den Besten. Danke, Frau Casagnola. Hassen ist ein ehemaliger Schüler von ihr. Ich höre. Ich erzähle einmal mehr die ganze Geschichte. Ich erwähne natürlich weder Samia noch, wie weit ich Matthias' Spiel mitgespielt habe, um ihn in die Falle zu locken. Das ist wirklich sehr schlimm. Die Mädchen, die Opfer dieses jungen Mannes geworden sind, sollten Anzeige erstatten. Das Problem ist, dass er ihnen droht und sie erpresst. Die Lehrerin wühlt in ihrer Tasche und holt einen Flyer hervor. Und was steht da drauf? Ach so, ist ja ein Fotomann, oder was? Ach, da ist er ja. Das scheint gerade modern zu sein. Dagegen gibt es Gesetze. Ihre Freundin sollte Anzeige erstatten und dafür sorgen, dass die Machenschaften dieses Jungen so schnell wie möglich aufhören. Anzeige erstatten? Ich hätte nicht gedacht, dass es so ernst ist. Doch natürlich ist es das. Mit den Bildern anderer Menschen treibt man keine Scherze. Ich denke, man kann ihn verklagen, weil die Bilder im privaten Umfeld aufgenommen wurden. Diese zu veröffentlichen ist illegal und eine Straftat. Frau Casagnola ist uns eine große Hilfe, aber ich kann Matthias nicht selbst anzeigen, da mir das Foto nicht gehört und er mir dadurch nicht direkt etwas getan hat. Die Lehrerin sieht mich wohlwollend an. Leila, versuchen Sie, Ihre Freundin zu überzeugen. Wenn jemand Sie in der Weise bedroht, darf sie das nicht einfach auf sich beruhen lassen. Das ist korrekt, Frau Casagnola. Vielen Dank für diesen Tipp. Und was machen wir jetzt? Lass uns zu Matthias gehen. Was? Jetzt einfach so? Warum sollen wir warten? Wir wissen alles, was wir wissen müssen, oder? Konfrontation! Konfrontation! Gut, ich glaube, das heißt jetzt mal mutig sein. Ich finde dich schon ziemlich mutig, Hassan. Geschmeichelt lächelt er mich an. Ich hoffe, Matthias hängt in dieser Zeit noch auf den Gängen rum. Gehen wir? Ich folge dir.
Tatsächlich finden wir Matthias im hinteren Teil des Flurs, umgeben von seinen Freunden. Mein Herz fängt wild an zu klopfen. Ich weiß noch nicht genau, worauf ich mich da einlasse und verlasse mich auf mein Improvisationstalent. So. Ich drehe mich um und begegne Hassens Blick, der mich mit einem Kopfnicken schweigend entmutigt. Entmutigt. Ermutigt, natürlich. Ich hole tief Luft und atme wieder aus, um Kraft zu schöpfen. Ich gehe mit entschiedenen Schritten. Was ist denn los jetzt gerade? Ich muss mal ordentlich lesen hier. Ich gehe mit entschiedenen Schritten und geballten Fäusten auf Matthias zu und lasse ihn nicht aus den Augen. Seine Freunde sehen mich kommen und informieren ihn darüber, woraufhin er beschließt, auf mich zuzukommen. Leila, sieht ganz so aus, als hättest du mir was zu sagen. Hassan stellt sich neben mich. Matthias mustert ihn und lächelt uns argwöhnisch an. Du machst doch auch ein BTS, stimmt's? Bist du ihr Bodyguard? Kann man so sagen, vor allen Dingen bin ich Samirs Cousin. Das Lächeln verfliegt aus Matthias' Gesicht und seine Züge verhärten sich. Na und? Wir hätten eigentlich noch Alex mitnehmen müssen, aber ich glaube, dann wäre es in der Schlägerei ausgeartet. Ich denke, du wirst für dein mieses Verhalten bezahlen müssen. Konfrontation! Woo! Beweise, dass Matthias der Urheber dieser abscheulichen Internetseite ist. Das ist die geilste Konfrontation überhaupt. Darauf habe ich jetzt richtig Bock. Was meinst du? Ich rede von all den Mädchen, denen du untreu warst oder von denen du dir intime Fotos erschlichen hast, um sie ins Internet zu stellen oder die du auf der Straße belästigt hast. Natürlich ist das zwei, denn er hat die Fotos ins Internet gestellt. Was mischst du dich da ein? Es ist meine Sache, was ich tue. Und ich tue, was ich will. Du bildest dir was ein, Kleine. Ich rede nicht nur von mir, sondern auch von all den anderen. Nur weil ich dich hab abblitzen lassen, heißt das doch nicht, dass ich mich auch mit anderen vergnüge. Ich dachte, du würdest mich interessieren. Tust du aber nicht. Aber dann wurde es mir zu langweilig. Wie kommst du darauf, dass ich mich mit anderen Mädchen treffe? Meint er die Rechnung? Ich bin mir nicht sicher. Ah, okay. Was hab ich denn mit den Kassenbons zu tun? Das sind deine. Sie beweisen, dass du deine Zeit damit verbringst, Mädchen einzuladen. Meine zerknüllten Papierchen beweisen gar nichts. Wer sagt dir denn, dass es meine Bestellungen sind? Nur du bestellst. Cola-Veilchensirup, 2 Zitronenscheiben und viele Eiswürfel. Cola-Grenadinsirup, 2 Erdbeeren ohne Eis. Oder Cola-Mango-Sirup, 3 Kiwischeiben, Eiswürfel. Oh, das ist ja auch geil. Cola, Mango, Sirup, 3 Kiwischeiben und Eiswürfel. Nein, das sind definitiv die Zitronen. Na und? Ich gebe ihm gerne mit meinen Kumpels was trinken. Und mit wem ich will. Ich muss mir deinen Mist nicht anhören. Er macht Anstalten zu gehen. Warte. Ich habe auch etwas, womit ich dich bloßstellen könnte. Er bleibt stehen und dreht sich um. Ein verzerrtes Grinsen auf dem Gesicht. Das macht einem Angst. Wie konnte ich ihn bloß attraktiv finden? Das würde mich wundern. Ich glaube, damit ist gemeint... Kann das sein, dass das Foto bei mir irgendwie fehlt? Ah, oder ist das in den Nachrichten drin? Das könnte in den Nachrichten sein. Da... Ja, genau das. Zack. Ja, ich weiß, ich sehe Hammer aus. Das höre ich oft. Stimmt, dieser Körper sieht toll aus. Allerdings, sieht man deine Zellulite? Was? Ist alles überbelichtet oder sieht man nicht deinen Körper? Denn das ist korrekt, man sieht Jays Körper. Also Henrys Körper, was Leila noch nicht weiß, aber... Du...
So ein Unsinn. Man sieht doch, dass ich einen Traumbody habe. Schau doch mal meine Klamotten an. Was haben denn deine Klamotten damit zu tun? In deinen Klamotten hier sieht's aus, als hättest du ein kleines Bäuchchen. Wie bescheiden. Mir doch egal, was du denkst. Du hast den Körper dieser Person benutzt. Ach, dieser Person benutzt. Natürlich den von Jay. Hä? Ups, falsche Antwort. Du hast den Körper dieser Person benutzt. Ach so, muss ich jetzt das Buch zeigen? Ah, okay. Beim Anblick von Jay zuckt Matthias zusammen. Was? Im Internet vernimmt man diese Fotos noch nicht besonders häufig, aber zu deinem Pech habe ich eine Freundin, die über alles auf dem Laufenden ist, was mit Jay zu tun hat. Es ist eindeutig, dass du dieses Foto benutzt hast. Sieht aus, als würde der Herr nicht zu seinem eigenen Körper stehen, wenn er das Foto eines anderen verschicken muss. Sei still. Das mit dem Foto war doch nur ein Scherz. Ich fand's lustig, wie du die Sache geglaubt hast. Vor allem dient dir das Foto als Tauschmittel, damit deine Opfer dir auch ein Bild von sich schicken. Stimmt, so habe ich dein Foto bekommen. Du dummes Arschloch. Wie gut, dass Laila so schlau ist. Bestimmt. Tut mir leid, wenn ich dich enttäuschen muss, aber mein Foto ist auch falsch. Oder du bist wirklich ein Mistkerl. Mein Foto war so hübsch. Oder ich habe dir überhaupt nichts geschickt. Ich würde gerne zwei antworten, weil es einfach so geil ironisch ist. Aber leider denke ich, es muss eins sein. Also mein Foto ist auch falsch. Du warst nicht der Einzige, der ein doppeltes Spiel gespielt hat. Du hast mich angelogen. Oh, sieht aus, als wärst du jetzt enttäuscht. Es ist das erste Mal, dass sich eine von uns wehrt und sich über dich lustig macht? Du glaubst, du bist schlauer als die anderen? Dass ich nicht lache. Warte, bevor ich gleich lache. Pah, kommen wir zum Interessantesten. Dann lass uns bitte mal über diese schreckliche Webseite reden. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Von der Online-Gruppe, in der du die Fotos der Mädchen präsentierst, mit denen du geflirtet hast und die ekelhaften Kommentare ausgesetzt sind. Die Seite kenne ich. Toll, oder? Aber ich bin nicht ihr Urheber. Wieso glaubst du, dass ich das bin? Es gibt dort kein einziges Foto, auf dem ich zu sehen bin. Doch, aber... Ich habe das Foto nicht hier drin. Oder bin ich blöd? Woher habe ich denn das Bild? Nachrichten? Remy, ja genau. Zack! Doch, das auf dem Foto hier bist du. Das ist eine Hand. Die könnte jedem gehören. Das stimmt, aber man erkennt den Tisch des Cafés, in dem du so gerne bist. Oder man erkennt darauf dein Lieblingsgetränk oder deine Hautfarbe. Nein, es ist das Lieblingsgetränk. Cola, Veilchensirup, 2 Zitronenscheiben und viel Eis. Guck mal, ich kann's schon auswendig. Du glaubst doch wohl nicht, dass das irgendetwas beweist. Nicht unbedingt, das gebe ich zu. Aber ich habe noch was, das dir das Maul stopfen dürfte. Du hast eine ganz schön große Klappe, du Kleinkind. Dieses miese Arschloch kann uns mal sowas von am Arsch lecken. Ich wünschte wirklich, dass Alex gerade hier wäre. Der hätte so richtig einen auf die Fresse verdient. Kleinkind? Ja. Meinst du echt, ich würde mich so naiven Heulsusen wie dich und diesem Mädchen interessieren? Ihr seid so leicht zu durchschauen. Ich lächle ihn an. Du bist noch schlimmer, als ich dachte. Von deinem Gerede wird mir so schlecht. Das alles scheint für dich echt nur ein Spiel zu sein.
Ich denke, das hier wird dir endgültig das Maul stopfen. Ich schätze, sie meint den Flyer von Frau Casagnola. Was ist das? Eine Broschüre, die erklärt, warum dir wegen deiner illegalen Handlung eine Gefängnisstrafe und ein Bußgeld drohen. Das, ha, so ein Quatsch. Diese Mädchen haben mir die Fotos so freiwillig geschickt und ich zeige nicht ihre Gesichter. Die Fotos sind im privaten Raum entstanden und du nutzt sie ohne Erlaubnis. Damit riskierst du einiges. Ein Mädchen ist im Begriff, Anzeige gegen dich zu erstatten. Und ich habe unser Gespräch aufgenommen. Du weißt schon, als du mir gedroht hast, falsche Gerüchte über mich zu verbreiten, wenn ich nicht tue, was du verlangst. Er fasst mich am Handgelenk, um mir das Handy aus der Hand zu reißen. Hey! Lass sie los! Hassan greift rechtzeitig ein und stellt sich zwischen uns. Aber Matthias hält immer noch meinen Arm fest. Ohne dass ich verstehe, was da vor sich geht, befreit mich ein weiteres Paar Hände aus Matthias' Griff. Oh, ich hoffe, es ist Henry. Ich wünschte, er hätte dem auch zugehört. Ja! Fass sie nicht an! Henry! Und wer bist du? Henry ignoriert ihn und wendet sich zu mir um, während ich mir das schmerzende Handgelenk reibe. Mensch, Leila, du hast gesagt, du würdest kein unnötiges Risiko eingehen. Was ist denn hier los? Der Streit auf dem leeren Flur muss bis zum Klassenraum zu hören gewesen sein. Gib das her! Ich nehme Matthias mein Handy wieder aus der Hand. Ich warte auf eine Erklärung. Ja, Matthias, erklär doch mal. Hassan reagiert als erster und erzählt ohne Umschweife von Matthias' Machenschaften. Die Lehrerin macht große Augen. Wie bitte? Es geht um diesen jungen Mann hier? Das sind schwere Anschuldigungen, Hassan. Das weiß ich. Kommen Sie mit, wir werden uns im Büro des Direktors weiter unterhalten. Sie nimmt Matthias am Arm und bedeutet ihm, vor ihr zu gehen. Hassan folgt den beiden. Ach, und Leila darf jetzt einfach da stehen bleiben, ja? Das ist ja praktisch. Henry dagegen sieht mich streng an und geht weg, ohne ein Wort zu sagen. Dabei läuft er meinem Bruder über den Weg. Das riecht nach Ärger. Alex sieht Matthias mit Frau Casagnola weggehen und regt sich auf. Alex, du hättest früher kommen müssen, Mann. Das wäre lustig geworden. Hörst du eigentlich nie zu, wenn man mit dir redet? Oh, meistens nicht. Ich hab dir gesagt, du sollst dich von dem Typen fernhalten. Was machst du hier? Man hat mir gesagt, dass du dich auf dem Gang mit Matthias angelegt hast. Es klingelt und wir müssen zurück in den Unterricht. Er seufzt. Wir reden heute Abend weiter. Ja, kann ich verstehen, Alex. Kann ich verstehen. Aber... Ja. Gut. Wir haben Matthias zur Strecke gebracht. Er wird da nicht ohne weiteres davonkommen. Und das macht mich so glücklich. Ich habe so eine Schadenfreude an dem, was ihm gerade passiert. Er hat es verdient, so richtig aufs Maul zu kriegen, ehrlich. Und mit diesem wunderschönen Satz beende ich jetzt diesen Part. Und wir hören uns dann in 3 Tagen am Freitag wieder. Also Leute, ciao ciao und bis zum nächsten Mal.